Zur weiteren Folge der Stuttgart-Gera auf meinem Kanal. Und es ist länger her, dass die letzte Folge der Stuttgart-Gera kam. Aber heute ist es wieder soweit. Heute das Spiel gegen den VfL Bochum. Ändere ich was? Ist die Frage, ob ich was ändere. Ich sage, wir stellen Onana ins Tor. Dann starten wir auch so in die Partie. Ja, es tut mir leid, dass länger keine Videos kommen. Dafür hattet ihr ja diese Videos da, wo ich diese Spieltagergebnisse getippt habe. Das kam auch wirklich gut bei euch an. Ich werde das dann wahrscheinlich zur nächsten Saison auch nochmal öfters bringen, aber da nur die Bundesliga wahrscheinlich. Wir sind die beste Verteidigung. 2 Gegentoren. Also, wir sind schon gut bedient. So, was will man mehr? Außer einem besseren Pass beim Anfang. Gott, oh Gott, was ein Kackpass. Aber egal. Powerfußball und versuchen wieder mal die 3 Punkte mitten auszunehmen. Wie eigentlich immer. Zweite Liga wird das nur leicht. In der Bundesliga, ich will gar nicht wissen, wie das da wird. Beim Ball wahrscheinlich auch steigen. Ich gehe mal davon aus. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich gehe immer davon aus, dass wir aufsteigen. Komm. Aber. Warum macht Druck? Aber verliert da mal den Ball dann. In ihrer Druckphase. Maxim. Wir kriegen nicht den Freistoß. Okay, das ist merkwürdig. Komm, ja, voll. Einmal für uns, Großkreuz. Nach hinten. Klostermann. Jetzt nach vorne, Özcan. Nicht so gut, das hängen bleiben da, aber jetzt. Das ist ein Spiel, das hat das Mittelfeld getaumelt, auf jeden Fall. So viel wie hier im Mittelfeld abgeht, das hatte ich lang nicht mehr. Und Bochum mit der ersten Chance im Spiel und die war direkt mal gefährlich. Pfostentreffer. Hätte Onana halt ausgesehen, aber jetzt hat der Gegengang war wieder gestorben. Sobald wir ein bisschen über die Mittellinie gehen, werden wir auch schon wieder. Ich glaube, das ist echt nicht mehr normal. Schon wieder. Wieder der VfL Bochum. Und Abseits gibt's ja. Er pfeift Abseits. Also ja, wach sind wir nicht. Das könnte auf alles außer wach. Das, ja, manchmal kommen halt die Kombis, aber... Ja, da war richtig schön gemacht. Dann kommt dieser Typ einfach mit einer Grätsche und... Dann sind wir halt auch wieder gestoppt. Komm. Wir hätten die gerade in ihrer eigenen Hälfte und jetzt kommt sie. Schön. Schön, schön, schön. Come on. Come on. Schön, Gentner Weltklasse. Aber das war ja im Gegensatz zu Weltklasse. Übers Tor. Bochum presst gegen den Tabellenführer gegen uns. Komm. Doch privat heute noch nicht. Also doch, ich will schon nur keine Karriere und das dann halt was anderes, immer nur gegen Personen. Und jetzt kommt da immer noch nicht Maxim. Also Maxim wird so hart bewacht, das ist nicht normal. Maxim steht immer einer. Und jetzt wird es ganz kritisch enden. Wird's nicht. Wir sollten uns aus meinem Jugendscout kümmern, ob ich das. Ich mal gucken, ob ich das in der nächsten Woche. Oder haben wir das? Das ist schon. Sollten wir uns darum kümmern. Oh, da wollte ein schön was mit verkacktes Werner. Der da getan hat. War auch nicht gerade viel besser. Jawohl. Schon. Terode, was? Ich denke noch nicht mal so, dass er so weit kommt. Aber egal. Och nee. Gott, Baumgottel schön. Spiel nach vorne, macht eigentlich Bochum, macht das Spiel und Stuttgart guckt zu. Erste Gelbe jetzt auf jeden Fall in der Partie. Fabian kriegt die. Und ob uns das was bringt. Mal gucken.
Ja, na. Wir sind immer noch ohne Torschüsse in dieser Partie. Ey. Also was Maxim für Leute hat, die ihn verteidigen. Ihm kam noch kein einziges Mal durch. Also ich weiß nicht, wo Bochum steht, aber so weit hinten können die nicht stehen, weil so Probleme hatten wir noch an keinem Spiel. Ich hab so abseits. Ja, also ich bin auch nicht so zufrieden aus an der Außenlinie mit dem Spiel, was wir hier abliefern. Und das kommt auch nicht und dann sind die wieder durch. Schon zum tausendsten Mal in Zur, kriegt den aber mal wieder. Werner bleibt dann verstehen. Ja, also das läuft ja hier. In der Zwischen und Nana bringt den hinten ab. Komm. Also im Spiel in der Richtung Offensive läuft nichts. Vor allem, wir haben das Spiel, wir haben 6 Punkte. Jetzt momentan haben wir 6 Punkte Abstand. Und aber in zweiten haben das Spiel weniger. Können heute also sogar auf 9, aber momentan läuft sie das eher nur auf 7 aus. Aber Maxi mal wieder. Nochmal. Mal wieder gestoppt. Selber kriegt er es ja nie wieder. Jawohl. Das ist schön. Sowas ist doch schöner Fußball. Sowas will man öfter sehen. Gerade. Das ist die erste Chance beim Spiel. Erste Chance Simon Terodde per Kopf. Wieso nicht schon beim Anfang so? Komm, direkt Druck drauf und Hose, geil. Unter Druck setzen, schön gemacht, Einwurf. Jawohl, wir kommen langsam ins Rollen. Wo will ich das? Wenn wir mal in einer Zeit auch mal ins Rollen kommen, Maxim. Ja. Ich hab verkeist! Es ist so lächerlich, was die Ski... auf jeden Fall eine Verbesserung an den Schiedsrichtern. Weil das die Pfeife manchmal echt einen was überhaupt nicht ist, wenn du ganz nicht nur brust. Oder halt wenn du im Angriff bist, pfeifen die dir auch manchmal ab. Das ist mir auch schon öfter passiert, also. Ja. Jetzt kurz Konzentration. Und da so ein Pass. Wird verrückt. Özcan nehme ich mal raus. Ich bringe an Toussaint. Einfach mal auf die 10er Position. Özcan hat eigentlich gar nicht so schlecht gespielt. Ich brauche nochmal so eine Durchsetzungskraft. Mit Toussaint. Okay. Ah, shit. Özcan, das war ganz ungestimmt von ihm und von mir natürlich auch. Kriegt nochmal gelb. Spielt ja für den verletzten Ofori, die sich an das letzte noch erinnern können. Klare gelbe, wie ihr hier seht. Also, da braucht man auch eigentlich keine Wiederholung. Da tust du, der Mann mit den langen Armen. Lapperstöger. Jetzt wird gefährlich. Nicht. Da war mal wieder eine Chance. Also, Bochum kommt immer mal wieder zu Torchancen. Hier im ganzen Spiel ist eine. Hier haben wir in der zweiten Hälfte, die uns auch deutlich besser liegt bis jetzt. Wenn man ein Stück einen Angriff hat, machen die das Spiel auch. Komisch. Boah, Junge. So geil. Schön gemacht, aber mir wird trotzdem nichts. Ich bring Ginzig. Und ich bring Clement. Eine neue Power. Come on. Die Rolle stand auch völlig neben sich heute spielerisch.
Und deswegen nochmal die neue Power. Komm. Ja, das war natürlich auch schlau, einfach ins Haus zu laufen. Jetzt konzentrieren mal wieder. Großkreuz, mal noch einmal so ein Kack. Aber es gibt einen Freistoß. Oh Gott, ey. Bentner, oh, so geil. Großkreuz. Auf einmal läuft hier der Ball. Auf einmal läuft hier der Ball. Sind wir im anderen Fußballspiel oder was? Tussat. Auf einmal gibt es Chancen. Auf einmal funktioniert hier was. Applaus. Dass nach 78 Minuten auch spielerisch mehr passiert von uns. Jetzt gibt es Chancen. Das war einfach ein zu spätes Wachwerden, glaube ich. Weil jetzt fangen wir erst an. Und das ist ziemlich spät. Um nicht so. Wie können die so dumm sein wie ein Stück Kacke? Wie kann man denn so dumm sein und sich selbst umlaufen? Ey. Dumm wie Scheiße. Jawohl, zum Glück pfeift er den Angriff erstmal ab. Unentschieden, aber momentan, wie es momentan so läuft. Ist das natürlich was Gerechtes, Kühl mit der Chance. Denn so ganz schlecht. Und dann am Ende. Wir können halt auch Fußball spielen. Wir haben halt den Abstand zum Glück zum Tabellen 2. Wir haben den riesen Abstand zum Tabellen 2. Und deswegen müssen wir uns nicht stressen. Wenn man es so sagen kann. Insek. Wie kann man den denn nicht machen? Also langsam frage ich mich auch, was ist das denn, was wieder vor dem Dorf hat in diesem Spiel? Soll ich mich eher darüber freuen, dass wir Torchancen kriegen oder eher ärgern, was das für eine Dummheit ist, was wieder für Dinge hinten ist, dass wir für Tore da vorne nicht machen. Clement gut gemacht und Nana rettet den noch vor der Ecke und jetzt können sie mal Brands werden, wird's nicht. 0-0, Fragezeichen, Lozia. Onana, Weltklasse. Weltklasse, Onana. Merkel kriegt gelb. Merkel kriegt nochmal gelb. Alexander. Aber was eine Parade von Onana. Das war Weltklasse vom jungen Onana, diese Parade. Da können wir uns bei dem bedanken, dass wir hier vielleicht den Punkt holen. Vielleicht. Gegen ihn weg, ja. Oder? Ja. Wir holen den Punkt. Ja, wir holen den Punkt in Bochum. Gamma am Ende mit Leben. Am Ende war es ziemlich ausgeglichen. Wir können ja mal Spielhöhepunkte. Sieht die Parade dabei. Nee. Aber wir könnten uns bei Onana bedanken. Also gut gehalten hat. Hier seht ihr es auch. Insgesamt Stuttgart. Bochum 6 Schüsse, wir 5 und da wir beide 4 aufs Tor. Ballbesitz gleich. Also es geht das 0-0 zu... Ach, in Ordnung. War am Ende nochmal eine Weltklasse-Parade von Onana, der uns vor der Niederlage hier bewahrt hat. Und wir sind immer noch... Wieso sind wir aus... Mal genug. Aber warum sind wir auf so einer schlechten Managerwertung? Ich freue mich da schon, weil wir gehen immer runter. Wir gehen nicht hoch, ist das Problem. Und der will mal über sich... reden. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann würde ich sagen, welche Folge FIFA 17 uns gefallen hat, lasst positiv und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.